So, Zeratul. Dann mal los. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ajur zurück. Ah ja. Die Zerg-Verseuchung überzieht noch immer den Großteil unseres geliebten Planeten. Na sowas. Die verdorrten Überreste des Overmind waren noch immer dort. Gleichsam ein Mahnmal für verlorene und gewonnene Schlachten. Protoss und Zerg-Forschung. Cool. Nice. Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Nee. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Was? Nein, tu mal nicht so. Ist doch easy. Easy. Echos aus der Zukunft. Nice. Wir besuchen also Ajur. Juhu. Und den Overmind. Na dann. Wollen wir mal gucken. Bisschen Forschung gibt es, das heißt, es könnte ich dann wieder was freischalten. Vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Euch gehört meine Ergebenheit. Die Ehre gebietet es. In Arudin Rashagal. Nicht so viel quatschen. Die Prophezeiung weist uns die... dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. Meint. Ja, er deckt die... eingegrabenen Zerg aus. Hör auf. Nice. Ich suche den Pfad der Erlösung. Aha. Shosak Moknu. Hihi. Ich mach euch alle platt. Ich werde einen Weg finden. Ehre den Dai. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. Okay. Das ist doch gut. Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich... Ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ajurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Zusätzliche die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen.
Ich muss den Cortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Ja, später. Das ist doch gut. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Echt? Ich suche den Pfad der Erlösung. Da versteckt sich einer. Da ist was brechend. Arudin Rashagal. So was Freches. Egal, ich baue es trotzdem erstmal hier auf. Ach ja. So, das müsste jetzt aber dann auch an Sonden reichen. Schönartig weiter. Ich werde hier ein bisschen aufbauen. Kommen wir wieder zum Thema Ein Igel. Das Einigeln finde ich schon irgendwie wichtig. Ich weiß nicht warum.
nächste Welle. Zumindest habe ich bis dahin ordentlich für Abwehr gesorgt. Dass erstmal ordentlich Abwehr steht. Versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Und wo wollen Sie diesmal kommen? Schwer wiegt meine Bürde. Ich werde einen Weg finden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. In Arudin Arashagal. Ehre. Die Basis wird angegriffen. Ich werde einen Weg finden. Euch gehört meine Ergebenheit. Wir dürfen nichts sagen. Euch gehört meine Ergebenheit. Alter! Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre, den ich kam da nicht mehr raus. In Arudin Arashagal. Oh Mann. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich bringe das Chaos in einer Zeit der Weisheit. Der Klugschwätzer. Oh Mann, das war ja echt arm. Das war wir echt dürfen nicht. Wei, oh wei, oh wei. Zirkel des Zwielichts. Jawohl, dann könnte ich ein paar Templer heranholen. Achso, ich bin der. Berserker und Hetzer gibt es ein zusätzliches Upgrade, was ich nicht nutzen kann. Ja, juhu, ist das schön. Ceratul, ich habe mich entschieden, du bleibst da. Ne? Also du rührst dich nicht vom Fleck, ist klar. Sehr gut. Achso, ich brauche jetzt noch das Torwartalon. Okay. Ich
versuchen, unsere Basis zu überrennen. Sprecht ihr mich an? Ich werde meine Bestimmung... Spingas. Oh. Ach so ein Mist, jetzt muss ich hier auch noch warten, bis das weggeglibbert ist. Wie doof. Upgrade durchgeführt. Das klappt ja schon langsam. Durchgeführt. Ich bin dafür, ich will aber noch so einen machen. Guck mal. Einfach nur, weil wir das können. Oder auch nicht. Also je nachdem. Ganz langsam. Ein paar dunkle Templer hierher. Ja, einen kann ich noch und dann muss ich erstmal wieder warten. Die Zerg kommen. Juhu. Können auch gleich wieder gehen. Will sie gar nicht hier haben. So. Und der könnte sogar noch einigermaßen rechtzeitig schon
Vielleicht. Wenn alles gut geht. Lassen die auch Berstlinge auf uns los? Das ist aber nicht gut. Scheinen noch zu funktionieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Clever. Upgrade durchgeführt. Ich bin die Krähe von Schatten aus dem Schatten. Faszinierend. Khartoum. Ich füge mich. Ich bin lediglich ein Schatten. Im Namen der Lehre. Clever. Ich bin die Klinge von Shakuras. Okay, cool. Nais. Mach mal hier nochmal einen hin. Ich komme aus den Schatten. Ja, zum Warp-Tor transformieren. Ja, das wäre schon mal sehr praktisch. Aber dafür brauche ich wohl erst das Warp-Tor da oben. Oh. Aha. Na gut. Ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Ja, das fürchte ich auch. Aber erstmal gehen wir hier hoch und machen hier mal im Namen der ein bisschen. Ich komme aus dem Schatten. Shakul Inak. Ich bin die Klinge von Shakuras. Ich füge mich. Faszinierend. Basis wird angegriffen. Eure Tiger werden. Ich komme aus den Schatten.
Ich bin hier in den Schatten. Wir bleiben in Verborgenheit. Ihn hier mal platt machen. Sehr weise. Im Namen der Rache. Ich mach dich mal. Du entkommst bitte. So, nun gut. So, dann geh du mal mit. Achso, ja. Ich kann ja nicht alle nachlassen. So. So, dann werde ich mich hier auch noch ein bisschen schützen. Mineralienfeld erschöpft. Ja, ich habe mir hier schon eine andere Bleibe gesucht. Gleich welche, na sowas. Atun Toridas Ceratul. Wir wurden in der Elitenmatrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Welcher Basis? Vespin-Geysir erschöpft. Oh, toll. Ach nee, Moment. Oh, nee. Shosak Moknul, ehre den Dalai-Lam, der erste Nervenstrang des Overmind. Ja. Und? Ich spüre Schmerz, Überraschung, Tod. Nein. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich bin wieder euch meine Aufgabe. Passt jetzt mal da auf diesen, ne? Auf diese Ebene hier auf. Ceratul wird sich hier erstmal wieder hinbegeben. Ah, nice.
Okay, das war... Mineralienfeld erschöpft. Oh. Naja, wir hatten noch einiges. So. Bitte einmal hier gucken. So. Wir sind das Licht der Kala. Na sowas. Entaro Tassada. So, cool. Schwer wiegt meine Bürde. Laber doch nicht immer so viel. Den hauen wir auch noch rein, so. Na dann. Da hinten geht's ja weiter, gell? Nasperu Unadar. Ja? Ich füge mich. Je, ja, ist auch gut. Ich bin die Klinge von Shakuras. Shakul Inak. Oh, Mist. Clever. Faszinierend. Faszinierend. Ich bin die Klinge von Shakuras. Ich bin lediglich ein Schatten. Im Namen der Lehre. Ups. Clever. Ich bin hier. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Ja, gleich. Ganz wie ihr wünscht. Viraku.
Ich komme aus den Schatten. Ich komme aus den Schatten. So geht es doch bestimmt wesentlich schneller. Clever. So, hier ist irgendjemand. Ah, da. Kadusch. Im Namen der Lehre. Ich flüchte. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Schon wieder? Uras. Ich bin lediglich ein Schatten. Faszinierend. Khatun. So, gehen wir doch erstmal hier oben gucken. Na toll. Das war so klar. Ja, mein Gott, dann macht's halt kaputt. Das ist mir so egal, weißt du? Basis wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. So, ihr wartet jetzt hier und ich werde mich mal um diesen Oberseher da kümmern. Diesen kleinen gut. Schlingel. Wie ihr befehlt, vorerst. Ganz wie ihr wollt. Langsam geht er. Faszinierend. Im Namen der Lehre. Ich bin die Klinge von Shakuras. Ich bin lediglich ein Schatten. Clever. Ist das Khatun. Irgendwas, was ich kaputt machen kann. Okay. Ich füge mich. Im Namen der Lehre. Ich bin die Klinge von Shakuras. Ich bin lediglich ein Schatten. Clever. Khatun. Ich bin die Klinge von Shakuras. So. Ich fühle mich. Ich bin lediglich ein Schatten. Clever. Im Namen der Lehre. Khatun. Ich füge mich. Ich bin die Klinge von Shakuras. Sehr gut. Faszinierend. Die Zerg kommen. Na sowas. Ja.
Einen lassen wir hier. Der hier notfalls immer die Kanone. Feld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Tja. Ihr seid auf mich angewiesen. Dann werden wir die doch mal... Angst ist eine Illusion. Hier platzen.